Hi Leute, endlich, es ist Sonntag, kaum zu glauben, ja. Sonntag 16 Uhr, erster Teil von unserer neuen Im Wandel des Krieges Season. Wieder mit dem Bayman. Hi Bayman. Janik, hey Leute. Ja, nachdem ich ja am Freitag auf die böse Idee gekommen bin, erstmal so ein Infovideo zu machen, praktisch für die neue Staffel Im Wandel des Krieges und auch allgemein mal so für Im Wandel des Krieges auch nochmal erklärt und so weiter und was vielleicht die Zukunft so bringen könnte, geht's heute tatsächlich los mit der ersten Schlacht. Ich hoffe, ihr seid richtig heiß drauf. Ich bin's auf jeden Fall. Und du, Bayman? Ja, natürlich. Ja, dann ist ja wunderbar. Mordor gegen Isengard. Ich will eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Falls ihr nicht wisst, um was es hier geht, was dieses Projekt Im Wandel des Krieges überhaupt ist, ja, dann schaut euch einfach mal den Part 0 an, praktisch. Da erklären wir so ein bisschen was zu dieser Staffel und auch so allgemein, wie gesagt, zu Im Wandel des Krieges, wie ich ja gerade eben schon eingangs erzählt habe. Also das kann ich dann euch da wärmstens empfehlen. Ja, damit ihr auch wisst, was so der Hintergrund davon ist. Dann würde ich sagen, meinetwegen können wir starten. Wie sieht es bei Jo. dir aus? Und Schlacht starten. Wunderbar. Also ihr seht, natürlich, Mordor schickt als erstes mal nur seine Orc-Band und seine Scouts in das Gefecht. Im Gegensatz dazu hat, warte mal kurz, ich habe irgendwie meine Gefechtskamera eingeschränkt, das ist natürlich zum Kotzen. So. Im Gegensatz dazu Ich haben auch, wir hä, hier warum? auf der Seite von von Isengard viele Dunlending Clansmen und viele Snaga-Skirmishes und er prescht natürlich gleich vor, weil er hat gar nicht die Reichweite wie ich. Da bleibt dir eigentlich gar nichts anderes übrig, als einen Nahkampf zu starten. Da hast du vollkommen recht. Natürlich auch drei Einheiten Warkreiter dabei, finde ich sehr interessant. Muss ich zugeben. So viel Kaffee möglich. Klar, logisch. So. Bin gespannt, wie es wird. Bin echt sehr, sehr gespannt. So. So, dann ziehen wir uns hier mal so ein bisschen zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das bei unserem Test? Wer hat da gewonnen? Deine oder meine? Ich bin mir da gerade gar nicht mehr ganz so Bei den sicher, um ehrlich zu Speerträgern sein. weiß ich es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Spannend ist es auf jeden Fall jetzt schon. Uiuiuiui, was wird hier wohl passieren in diesem Gefecht? Meine Black Numenoreans sind auch dabei. Sehr gute Kavallerie auf jeden Fall. Und hier charge ich gerade von hinten rein. Einige deiner Waage fliehen bereits. Jetzt kommen meine Black Numenoreans darüber zum Einsatz. Nice, wunderbar. Eigentlich will ich nicht schon wieder angreifen müssen, um ehrlich zu sein. Auf der einen Seite. Nicht? Nee, eigentlich nicht. Immer bin ich Angreifer, ich arme Sau. So. Aber trotzdem tue ich natürlich mein Möglichstes in diesem Gefecht. Wieder einmal. Ah, deine Warkreiter sind natürlich extrem nervig. Uiuiui. Da ist aber meine Black Numenoreans ziemlich erwischt da hinten. Sehr schön. Ja, eben, eine Überzahl an Kavallerie und damit noch gut umgehen, kann natürlich so eine Schlacht echt entscheiden.
Glaub, Ui, 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 einer ist fliegen. Orkband. Ui, je, je, je. Only half our force remains. Hui. Nicht schlecht. Habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. Ja, das war nämlich die Sache, die ich gemeint hatte. Ich glaube, ich habe zu viele Bogenschützen dabei gehabt. Also behaupte ich jetzt einfach mal frei weg, weil das war so ein bisschen das Problem, das ich gedacht habe. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich glaube, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht. Die Bogenschützen. Also ich hätte vermutet, du hast zu wenig Bogenschützen. Echt? Aber deine deine Bogenschützen kamen einfach nicht gut genug zum Einsatz. Ja, durch deine Wahlkreise, ja. Ja, aber deine Bogenschützen haben halt, sagen wir mal, wie viele Kills gemacht? Wirst du eigentlich sehen, ich schätze mal, alle Bogenschützen insgesamt höchstens 300. Ja, und das ist natürlich höchstens viel zu wenig, ja. Das ist wirklich nicht mal 300, wahrscheinlich irgendwo bei 200 oder auch. Jannik ist tot. Und aber manche meiner Einheiten, die Orks sind halt schon scheiße, gell? Das muss man schon sehen. Ja, dein General ist auch tot. Ja, ja, aber alle fliehen. Zu deinem General. Also nicht nur der General, sondern insgesamt, weißt du, die fliehen halt auch noch, wenn sie richtig viele Leute haben. Ja, ja klar. Weil der General tot ist, die und die halt auf die Fresse bekommen, ne? Das ja, ist halt klar, ne? Aber das ist eigentlich normal. Dass sie das dann machen. Muss eigentlich nur alle zum Fliehen bringen. Ja, das stimmt, ja. Also ich würde sagen, ich kann zugeben, dass ich dieses Gefecht wohl verloren habe. Naja, also der Gewinn übrigens, fällt mir gerade ein, sind eh nur 1029. Wie gesagt, wir haben in dieser Staffel von Im Wandel des Krieges jetzt einfach gesagt, wir gehen hin und machen zwischen 500, nicht zwischen 500 und 1500, sondern zwischen hier, wie heißt noch gleich, zwischen 1000 und 1500 so rum. Dann kommen die wieder und dann fliehen sie doch und dann kommen sie wieder und dann fliehen sie direkt. Wo hattest du eigentlich deinen General drin in so einer Wagd-Einheit, oder? Ah ja, ich sehe ihn. Nee, jetzt sehe ich doch nicht. Wo? Ah doch, jetzt sehe ich ihn. Hier ist er. Ist er schon tot? Nee, doch nicht. Ah nee, das war ein normaler Wagd-Einheit. Ich hab gedacht, das ist ein General. Ist er in einer Wagd-Einheit, oder? Nee, der ist tot. Ach, der ist auch tot. Ach, jetzt sehe ich, sehe ihn. Ja. Enemy General Fallen. Payment. Siehst auch so hübsch aus wie mein General. Danke. Bitte, bitte. Ah, warum fliehen die scheiß Orkbands jetzt? Jetzt wollte ich gerade meine Bogenschützen rausmanövrieren. Ja, und dann flüchten die. Die sind scheiße. Okay, das war das Gefecht. Na, jetzt fliehen doch alle, oder nicht? Naja, eigentlich schon. Eigentlich muss es jetzt beendet sein, gleich jetzt. Klarer Sieg. Ja. Ich hatte 200 Mann mehr. Oh, ich höre die Isengard-Musik. Oder ist die Isengard-Musik? Ich weiß nicht, ob bei dir dieselbe kommt. Ja, bei dir kommt eine andere als bei mir. Ja, okay. Also. Gegner getötet, 1308 und du 1000. Also eigentlich vom Töten her relativ ausgeglichen. Naja, du hattest, glaube ich, einfach. Ja, du hattest ja erstens mehr Truppen. Und auch deine Dings waren halt schon, also weißt du was ich meine, klar, viele meiner Leute sind ja einfach geflohen, mit 100 Mann, 90 Mann, 95 Mann und ja, so weiter. Ja, wie gesagt, liegt daran, von hinten gecharged, sieht nicht so gut aus im Kampf und General tot. Ja, das stimmt, ja klar. General tot ist eigentlich der größte Faktor bei den bösen Fraktionen. Ja, das stimmt. Außer ja. bei wenn die Qualität steigt. Jetzt sind es ja noch die Billigtruppen. Bei mir am Anfang als Gondor war es ja teilweise auch so, dass Trupps von 30, 40, 50 Mann auf offenem Feld geflohen sind. Einfach weil die Qualität der Truppen noch nicht so hoch war. Ja, ich meine, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, hier zu verlieren. Ja. Also ich habe, bei mir waren die Einheiten, die am meisten Kills gemacht haben, hier eine Einheit Scouts mit 157 Kills. Echt? Also eine Einheit Scouts hat nur 24 Kills gemacht, eine 32 und eine 12. Eine hat 111 gemacht. Ansonsten Orkband ist die zweitbeste Einheit, 138, 131, ja, das ist auch gut, 110. Und da oben, meine Black Numenoreans haben 84 gekillt, wobei man sagen muss, von diesen 84 waren natürlich das meiste deine Waage, gell?
Ja, wobei Waage eigentlich auch nicht so gut sind. Nee, aber trotzdem, weißt du, was ich meine? 84 Waage ist schon gar nicht mal so scheiße, ja. Und bei dir? Und bei mir die Waagreiter. Einmal, also ich hatte drei Einheiten. Die erste Einheit 246 Verluste zugefügt. Die zweite Einheit 202 Verluste und die dritte Einheit 77. Dann meine Getötet. Stammeskrieger, meine Clansmen. Okay. Durchschnittlich sagen wir mal 150, eine Einheit von den, oder ne, zwei Einheiten 80 und 97. Und der Rest so 149, 142, 153. Und dann die Snaga-Plänkler, die scheiße waren. Also eine Einheit hat gerade mal 9 Kills gemacht. Eine Einheit nur 11. Eine Uiuiui. Einheit 58, aber es sind halt Snaga-Plänkler. Wobei die schon, die können schon gut sein, weißt du, was ich meine? Also Die richtig können gut aufgestellt sein. können die richtig reinhauen und so, aber da Richtig, braucht aber man ein bisschen auch. Glück, ja. Aber es ist halt auf offenem Feld schwierig. Ich sag mal so, bei einem Angriff würde ich dich jetzt belagern. Könnte ich es mir besser vorstellen, weil dann, wenn ich zwei Einheiten habe und mit denen gezielt was mache, die gezielt ihre Speere werfen, dann können die was erreichen. Aber sagen wir mal einfach so vier Einheiten genommen und alle auf Feuer nach eigenem Ermessen, das geht in die Hose, wie ich hier sehe. Ich meine, du erinnerst dich ja vielleicht noch, also Leute, dass ihr das wisst, wir hatten mal eine Testrunde, da Ich erinnere mich, da hast du das ja auch war ich gemacht. Isengard und du warst ja Rune, gell? Und da hatte ich das eben auch gemacht mit diesen Snagas. Ich habe ihn belagert in der Holzburg und habe die dann da auch so aufgestellt, auf der Piazza war das, und habe dann auch reingeworfen und das war eigentlich ganz erfolgreich, muss man sagen, Deswegen ja. habe ich auch gesagt, gezielt, wenn man die gezielt in Angriffen nutzt, sagen wir mal. Ja, genau, ja. So. Ja, hier, ich sehe es gerade, also ich weiß nicht, ob die Zuschauer das einigermaßen gut sehen, aber hier gibt es so eine Stelle, da kämpfen meine Numenoreans gegen deine Waage gekämpft. Und da sind richtig, richtig viele deiner toten Waage. Also richtig viele. Ja, gut. Also dann erstes Gefecht vorüber. Ja. Bei dir gibt es nochmal 1029 obendrauf, das ist gar nicht schlecht. Und Ja. könnte besser sein, aber passt schon, glaube ich, für den Anfang. Und dann sehen wir uns. Beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, am Mittwoch hoffentlich, wenn es uns von der Hoffentlich Zeit her buggen auch reicht. meine Belagerungstürme nicht. Ja. Die werde ich brauchen. Belagerungsgeräte habe ich noch nicht. Ja, Ja. und Ballisten lohnen sich auch nicht so, weil die machen nicht so viel Schaden gegen Mauern. Das ist halt immer das Problem. Ja, wobei die würden reichen für ein, zwei Löcher, aber ja. Ja, genau. Würde lieber auf Infanterie oder so upgraden. Ja, das stimmt allerdings, ja. Also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen, dieses erste Gefecht hier. Und hoffentlich wurde eure Lust auf dieses Projekt ein bisschen gestillt. Ja, aber ihr seht ja bald wieder weitere Gefechte. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, Ciao, Leute. Leute. Wow, Benjamin, du hast es zusammen mit mir gesagt. Wow. Also ciao. Das muss ich jetzt noch mit in die Aufnahme packen. Ciao, Leute.